So, herzlich willkommen zurück. Ja, wie vermutet, alles schwarz. Einige Stunden vergangen, es ist tatsächlich schon nach 0 Uhr. Er hat sich endlich einigermaßen abgekühlt. Ich schaffe schon wieder das Terminal, was ist los mit mir? Ja, wir wollen ein bisschen weiter ETS zocken. Also ich zocken, ihr zuschauen. Ich hoffe mal, dass ich das noch so 2 Folgen mindestens schaffe, bevor mich die Wärme killt. Ach, schon Level 2, geil. So, wieso höre ich nichts? Achso, mein Kopfhörer ist voll. Kopfhörer jetzt wieder einstellen, ja. So, jetzt sollte alles passen. Wir haben gerade eine Mission mit einem E-Truck. Okay, hatten wir nicht abgeschlossen. Ach nee, wir hatten ja noch eine Mission, ne? Das war schon unsere zweite Mission mit einem Elektrik-Truck. Oh, das pisst natürlich. Fertig zum Losfahren. Biege nach links ab. Halt vor? Ah, ne, Stoppschild, okay. Na los, fahr, Junge. Also, geht's nach vorne, schönes Ziel. Immer geradeaus. Demnächst links abbiegen. Links abbiegen und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Sie sind am Ziel angekommen und Ihre Routenführung ist damit abgeschlossen. Bremst du mal! Du Affe! Genau. Wir wollen mal kurz hier vorher erstmal hier, Achso, ist einfach nur eine Straßenbahnschlaufe. Ah. War hier auf Straßenbahn? Nee, ne? Weil hier hinten ist hier keine Strecke mehr, wo man langfahren kann. Von daher ist die Frage, ob wir überhaupt Straßenbahn fahren. Na gut. Und damit dürften wir das nächste Level erreicht haben. Oder? Ah, verdammt. Ja, jetzt natürlich, ja, dadurch, dass ich jetzt speziell diese Trucks, diese Mission mit den Elektro-Trucks raussuche, sind das nicht immer die effektivsten Strecken. Aber gut, ich meine, jetzt haben wir erstmal zweimal Elektro-Truck-Mission gemacht. Jetzt können wir mal wieder gucken nach ein bisschen was anderem. Wir wollten ja, wir haben jetzt hier unten, da unten haben wir, in Spanien haben wir ein bisschen was. Als nächstes wollten wir, glaube ich, hier oben einfach mal gucken, was hier so existiert, ne? Sagt mir jetzt ehrlich gesagt nicht so sehr zu. Wenn ich mal ehrlich bin. Was gibt's denn hier hinten? Auch bloß für 16. Boah, ist alles. Das ist hier alles so billo? 15. Ah, wo bist du denn? Also auch wieder in Spanien. Aber ja, kann man wenigstens 23. Das ist doch. Oh, das ist auch eine schöne Strecke. 540 PS für 38 Tonnen. Klingt zumindest erstmal lukrativ. Bekommen wir gleich 13.000 auf Cash. Ist sogar doppelt, also hier ein Tandem auf Liga. Und ein MAN, also ein LKW, die wir noch nicht gefahren sind. Von daher, let's go. Ist ja immer noch. Ah, Tandem auf Liga, let's go.
Jürgen. Auf geht's. Ja, man merkt, es ist kein Elektro-LKW mehr. Oh, ich muss auch links. Nee, nicht nach rechts. Mal schauen hier. Gut, das Fragezeichen ist da schon so schön. Keine Ahnung, ob wir da mit einem Tandem wenden können. Wird ein bisschen sehr riskant. So, wir gucken mal speziell nach Fragezeichen. Da oben haben wir eins. Hier, da können wir auf jeden Fall finden. Das ist ein LKW-Dingsabumster. Händler. Das sollte auch problemlos möglich sein. Ja gut, hier können wir auch eine Wende rumfahren. Das ist auch easy. Dann kommt die Fähre. Und das war's. Okay. Die Sachen sind jetzt zu weg. Ich meine, könnte man auch, ist kein so großer Umweg, aber. Los. Nee, lieber nicht. So. Da wollen wir mal ein bisschen Mucke machen. Da ist ein Schild. Da ist ein Schild. Wie soll ich ihn wenden, sag mal? Ob ich auf dem Gelände wenden kann? Sieht sehr eng aus. Oh, ich bin einfach hier vorne. Achso, ah, nee, geht auch nicht, hier ist ein Schild. Ah gut, da muss ich mit dem Schild drum rumfahren. Oh, das war mal haarscharf. Fahr doch, Mädel.
Der Ring gefällt mir echt gar nicht. Also die Alphabahn gerade war schon ganz schön breit. Da wäre ich normalerweise locker dran vorbeigekommen. Immer geradeaus. Das ist schon eine richtige Mission hier, 800 Kilometer. Sowas kriegen wir mit Elektro-Truck definitiv nicht. Wobei ich mal gucken muss, wir müssen definitiv noch rum in den Bergen, also ich glaube, da ist das Gebiet, also auf jeden Fall um im Norden, irgendwie nochmal ein paar Missionen machen, damit wir dann auch ein paar größere Strecken bekommen. Weil gerade da oben gibt es eigentlich mal relativ lukrative Missionen, weil eben dort die ganzen Tandem-Missionen sind. Wobei wir ja auch Tandem auf Flieger. Weißt du, da hinten, bei der Brücke, da können wir jetzt auch schon schön den Schatten sehen. Man muss eigentlich sogar auch sehen können, da hinten die Brücke. Ja, doch, man kann da ganz leicht. Achso, ihr seht es gerade gar nicht. Intelligent, Ronny. Sehr intelligent. So. Ah, scheiße, da sind gerade die einzelnen LKWs. So, jetzt so. Da kann man jetzt schon schön die Schatten sehen. Dass da so ein weiter dunkler Streifen drin ist, während die Fahrzeuge selber keine Schatten haben. Deswegen also bewegte Objekte, na, also NPCs hauptsächlich, die haben halt keine Schatten, aber alles, was halt so stationär ist, also Teil der Map selber, die Sachen haben halt Fahrshadows.
Und das ist halt relativ neu jetzt. Also, mir ist mit der Version dazugekommen. Mit der 1.50. Leider, was ich auch irgendwie nicht ganz so verstehe, ist, sind diese Far Shadows nicht ganz so dunkel wie die normalen Schatten. Weswegen du gerade, wenn du halt in längeren Tunneln fährst oder halt überall Schatten hast, immer noch so eine Grenze siehst. Ne, ist jetzt nicht mehr so schlimm wie früher, wo auf einmal im Tunnel am Ende Sonne ist. Aber du hast zumindest, dass der Schatten dort heller wird. Aber man hat jetzt wieder den Schatten. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Nee. Immer diese Verkehrsrollis. Immer diese Sonntagsfahrer. Und da ist Dienstag. Los spielt. In Wirklichkeit haben wir sogar Sonntag gerade. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab.
biege nach links ab. Mit dir. Lass uns loslegen. Hey, halt, das war das Falsche. Du musst weg. Danke. Fahrt vorsichtig. Siehst du? Haben wir jetzt eigentlich mittlerweile, ach, okay. Großen Kreditrahmen haben wir noch nicht. Rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Demnächst rechts ab. Das ist aber viel Holz. Iviko, wie kommen wir da schon? Kehrtwende. Rechts halten und dann bleiben Sie immer geradeaus. Immer geradeaus.
So, dann würde ich mal sagen, machen wir an der Stelle Folgenpause. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge, denn dann wieder.